dass Sheikh Albani in dem Kapitel sagt, die Aufhebung der Rezitation hinter dem Imam. Meint er, dass man auch nicht die Fatiha hinter dem Imam liest, war die Frage. Ja. Sheikh Albani meint, dass man, wenn der Imam laut liest, dass man weder die Fatiha noch eine andere Sure laut liest, mitliest. Das ist die Meinung von Sheikh Albani und das ist die Meinung von vielen großen Gelehrten wie Imam Malik, wie Imam Abu Hanifa. Imam Shafi'i sagt nein, man liest hinter dem Imam auch in lauten Gebeten, aber nur die Fatiha. Und der Imam Shafi'i hat in dieser Sache den stärksten Beweis, denn in einem Hadith in Sunan Abi Dawud sagt der Prophet a.s., er betet das Fajr-Gebet. Und das Fajr-Gebet, wie liest er dort die Fatiha? Laut. Und er merkt, dass hinter ihm die Leute mitlesen. Nach dem Gebet dreht er sich um und sagt, habt ihr hinter mir gelesen im Gebet? Er fragt nochmal. Dann sagen sie ja. Dann sagt er, tut das nicht, außer Al-Fatiha, außer Fatiha al-Kitab, die Surat al-Fatiha, also Alhamdulillah Rabbil Alamin. Denn wer die nicht liest, der hat kein Gebet. Das heißt, er hat hier ganz klar gesagt, mit dem Nichtlesen hinter dem Imam, er bestimmt das hier, spezifiziert das hier, ist gemeint, dass man, wenn der Imam eine liest, dass man nicht hinter ihm liest, außer die Fatiha. Und die andere Rezitation wegfällt. Weil in leisen Gebeten betet man hinter dem Imam auch eine Sure beispielsweise. Der Imam liest, man hört nichts, man liest die Fatiha und dann liest man noch Kul Hu Allah hat oder irgendeine Sure. Und das ist die stärkste Meinung. Muss ich dabei die Zunge bewegen? Oder kann man das? Nee. Man muss das sprechen, leise. Bismillahirrahmanirrahim. Genau. Ja, natürlich. Zunge bewegen, ja genau. Sonst nicht einfach nur dran denken. So, jetzt diejenigen, die das widerlegen, die sagen, ja, wo wird hier gesagt, wann man die Fatiha liest? Mit dem Imam gleichzeitig? Nachdem der Imam fertig ist? Wann wird das hier gesagt? Zu den Leuten sagen wir erstmal, das ist keine Widerlegung der Tatsache, dass man die Fatiha lesen muss. Denn wenn der Prophet a.s. sagt, man soll die Fatiha lesen, dann kannst du nicht sagen, nee, man soll sie nicht lesen, weil er nicht gesagt hat, wann wir sie lesen sollen. Sondern ist die Sache offen. Ganz einfach. Also es ist völlig falsch zu denken, das wäre ein Beweis dagegen. Okay. Wie gesagt, also ich folge der Meinung von Imam Shafi'i in dieser Sache, dass also ich hinter dem Imam auch die Fatiha lese. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Ägypten ist, dann macht der Imam eine kleine Pause dahinter als Notwendigkeit. Man liest das. Oder man kann auch während der Imam die Fatiha liest, mitlesen, zusammen mit ihm. Oder wenn er danach die Sure liest. Weil die Fatiha zu lesen ist notwendig und bei der Sure zuzuhören ist Sunnah. Wenn wir aber einen Rücken haben, eine Säule, etwas, was man unbedingt im Gebet haben muss und man hat eine Sunnah, dann hat die Säule Vorrang.